absolut sterilen Stadtteile ziehen dahin, während die Straßenbahn ihre vorherbestimmte Route abfährt. Blinkende Werbeanzeigen preisen Produkte ohne Geschmack oder Nährwert an. Farblose Fassaden verbergen kalte Büroräume. Die seelenlosen Augen der anderen Passagiere starren mich an. Sie durchdringen mich, merken, dass ich anders als sie bin, nicht perfekt. Das System durchsucht meine Gedanken, doch es findet nichts. Dafür habe ich gesorgt. Der bleiverkleidete Koffer wiegt schwer in meiner Hand. Ich lasse die Metallstange, an der ich mich festhalte, los und setze mich neben eine alte Dame. Sie blickt mich kurz an und senkt dann den Kopf. Es funktioniert. Ich werde unsichtbar. Meine Fingerabdrücke an der Stange wurden inzwischen gelöscht. Gut. Niemand wird es wissen. Alles ist perfekt vorbereitet. Noch einige wenige Stationen. Ein Handy klingelt. Ein Mann Mitte 40 nimmt es ab. Er steht am Ende des Ganges. Er wird der Auserwählte sein. Er wird es weitertragen. Wird der Schlüssel sein. Er wird am nächsten Tag ins Büro kommen und es seinen Kollegen erzählen. Man wird ihn fragen, was er fühlte, was er dachte. Und er wird sagen, dass es unglaublich war, dass er etwas noch nie Dagewesenes verspürt hat. Er wird es nicht vergessen. Niemand wird es vergessen. So viele Daten kann selbst das System nicht löschen, ohne dass es auffällt. Man wird sich an mich erinnern, an den, mit dem der Widerstand begann. Noch drei Stationen. Menschen steigen aus, Menschen steigen ein. Noch zwei Stationen. Schicksale ändern sich. Noch eine Station. Nun legt es sich fest. Wenn es etwas nach diesem erbärmlichen Jetzt gibt, werden sie als Helden dorthin geleitet werden. Die Türen schließen sich. Lasset die Revolution beginnen. Ich ziehe den Koffer auf meinen Schoß. Dabei streife ich die alte Dame. Ein Teil ihres gestreiften Kleides rutscht dabei hoch und gewährt mir den Anblick eines metallisch glänzenden Beines. Cyborg. Dienen zur Überwachung. Sie blickt mich an, öffnet ihren Mund. Tu es nicht. Die Konsequenzen übersteigen deinen begrenzten Horizont. Das System spricht aus ihr. Ich verziehe mein Gesicht zu einem Lächeln. Du bist zu alt, um mich aufzuhalten, Großmütterchen. Die Rebellion wird kommen und sie wird euch alle auslöschen. Mit diesen Worten lasse ich die Verschlusskappen des Koffers aufklicken. In rotem Samt gehüllt liegt sie da, wartet in gespannter Erwartung auf ihren Einsatz. Die Parabellum-Pistole. Deutscher Stahl in seiner reinsten Perfektion. Daneben funkeln in stiller Vollkommenheit zwei Magazine. Den Griff in meiner Hand zu spüren, verleiht mir ein unglaubliches Gefühl. Es ist das Gefühl,
des Sieges. Ich erhebe mich, die alte Dame versucht mir zu folgen, doch ihrem jämmerlichen Versuch wirke ich entgegen, indem ich ihr den Koffer in die Magengrube ramme. Das Exoskelett bricht. Ich habe sie vorgewarnt. Nun stehe ich mitten im Gang. Die Leute blicken mich an, verstehen nicht. Der Lauf hebt sich. Klick. Wie in Zeitlupe fliegt die Kugel ihrem Ziel entgegen. Sie verfehlt nicht. Natürlich nicht. Ein 9 mm breites Loch zeichnet sich zwischen den Augen eines jungen Mannes ab. Der Gelenkverschluss klappt nach hinten und spuckt die Patronenhülse aus. Klirrend kommt sie auf dem schimmernden Boden auf. Der erste Schrei. Ich drücke erneut ab. Er verstummt. Panisch hämmern sie gegen die Tür. Doch sie wird nicht aufgehen. Darauf ist sie nicht programmiert. Ein weiterer Knall hallt wieder. Ein erneutes Klirren gesellt sich dazu. Die Leute begreifen nicht, dass sie Teil etwas viel Größeren sind. Ich verfalle in einen anmutigen Tanz. Schritt um Schritt, Schuss um Schuss. Das Magazin gleitet aus dem Schaft. Ein neues nimmt seinen Platz ein. Drehung, Schuss, Schritt, Drehung, Schuss, Schritt. Der Boden hat seine Schönheit verloren. Scharlachrotes Blut benetzt ihn nun. Die Wände werden nicht verschont. Ein letztes Mal führe ich einen Wechsel der ausfüllenden Kälte durch. Eine Frau rennt in Verzweiflung verfallen auf mich zu. Klick. Ich steige über ihren Leichnam und richte den glühenden Lauf auf den Kinderwagen. Klick. Die 6 verbliebenen Helden kauern sich am Ende des Waggons zusammen wie Schweine auf der Schlachtbank. Die Angst in ihren Augen betrübt mich ein wenig. Wenn sie doch bloß wüssten, was ihr Opfer wert ist, sie würden mit stolz geschwellter Miene dem Tod ins Auge lächeln. Doch in diesem Moment bin ich der Einzige, der lächelt. Nicht, weil es mir Spaß macht, sondern weil ich nicht will, dass das Letzte, was sie sehen, etwas Kaltes ist. Es soll sie an die wenigen schönen Momente erinnern, die sie hatten. Eure Gedanken sind nun frei. Ihr seid jetzt frei. Euren Willen kann euch nun niemand mehr nehmen. Doch behaltet stets in Erinnerung, wer euch die Freiheit schenkte. Sterbt in Frieden, sterbt als Helden. Nur einer von euch wird das Leid noch ertragen müssen. Die Türen öffnen sich und ein Schwall Blut ergießt sich auf den Randstein. Ich steige aus und setze mich auf die Wartebank. Die Türen schließen sich und lassen den Mann in einem See aus Blut und Tränen alleine zurück. Die Straßenbahn fährt weiter ihre vorherbestimmte Route. Die sterilen Straßen ziehen an ihr vorbei und ignorieren das Schauspiel, was gerade stattgefunden hat. Ich ziehe eine Packung Zigaretten aus meiner Hosentasche und zücke das alte Militärfeuerzeug. Auch in dieser Welt gibt es sie noch. Schwarzer Rauch steigt in den klaren Himmel auf.
Auch wenn er nur eine Illusion ist, hat er mich doch schon immer fasziniert. Die Zigarette beginnt sich in Partikel aufzulösen. Es ist also soweit. Das System hat mich gefunden. Doch es wird mich nicht löschen. Die letzte Patrone. Sie wird mir die Freiheit gewähren, nach der ich schon so lange strebe. Sivis Pacem Parabellum. Wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Ich betrachte das Antlitz des Menschen, der uns vor so langer Zeit Erlösung aus der Perfektion brachte. Erlösung aus dem System. Die Gedanken sind frei. Ich wende mich von dem Bild ab und blicke in dunkelgrüne Augen. Schmerz und Sehnsucht spiegeln sich in ihm wider. Ihre pechschwarzen Haare reflektieren das grelle Museumslicht. Wie wunderbar es sein muss, in Freiheit leben zu können. Ich setze an, etwas zu erwidern, doch sie ist schon wieder in der Menschenmenge verschwunden.